Mediocre, die Macher hinter Spiele-Apps wie Granny Smith oder Sprinkle haben vor einiger Zeit das Spiel Smash It herausgebracht. Das Spiel ist einfach wie genial. In dieser App geht es durch über 50 verschiedene Räume in 11 unterschiedlichen Grafikstilen darum, mit Kugeln, die begrenzt sind, so weit wie möglich zu gelangen. So tippt ihr ein Smash It einfach auf den Bildschirm und eine Kugel wird herausgeschleudert. Dadurch zerstört ihr Pyramiden, welche euch 3 Zusatzkugeln bringen. Dabei kann man durch Multitouch auch 2 oder mehr Kugeln gleichzeitig herausschießen. Wenn man in Smash It alle pyramidenähnlichen Objekte zerstört, erhält man einen Bonus. Ab sofort werden, obwohl nur eine Kugel abgezogen wird, 2 Kugeln verschleudert. Wenn man dieses Trefferbild beibehält, können es auch später 3 oder mehr werden. Wenn man allerdings gegen eine Glasscheibe oder Tür knallt, so verliert man 10 Kugeln. Dies sollte man also tunlichst vermeiden. Umso genauer man also trifft, desto besser. Ab und zu tauchen in Smash It auch grüne Icons auf. Wenn man dies aktiviert, so kann man für begrenzte Zeit unendlich viele Kugeln abschießen. Dabei passiert man auch Kontrollpunkte. Wenn man sich die Premium-Version gegen einen In-App-Kauf holt, kann man an dieser Position später weitermachen und muss nicht von vorne beginnen. Des Weiteren bekommt man Statistiken und vieles mehr. Die App Smash It ist eine tolle App für zwischendurch, die durch ein einfaches wie fesselndes Spielprinzip überzeugt. Wer bis ans Ende kommen will, braucht enorm viel Ausdauer oder vereinfacht sich das Ganze, indem man zur Premium-Version greift.